Also ich war schon immer begeistert davon, auf dem Meer zu sein, mit dem Ozean zu arbeiten. Und habe es immer faszinierend gefunden, wie viel Unentdecktes es noch gibt im Ozean. Und ich habe viel Spaß daran, den Ozean in seiner ganzen Fülle zu erforschen. Also ich habe schon als junger Wissenschaftler über den Einfluss von steigendem Kohlendioxid auf Mikroalgen gearbeitet und dachte, dass wird ja sicherlich positive Effekte haben. Mehr CO2, Photosynthese funktioniert besser. Mir war nicht klar, dass das auch negative Effekte haben kann, bis ich anfing, mit Kalkalgen zu arbeiten. Und da habe ich genau den gegenteiligen Effekt gesehen. Kalkalgen wachsen langsamer, ihre Kalkbildung geht in die Knie. Und das war der Zeitpunkt, als der Forschergemeinde uns allen klar wurde, hier ist ein großes Ding im Gang, das müssen wir besser verstehen. Wenn man mit einer neuen Thematik anfängt, wie Ozeanversauerung, dann macht man erstmal möglichst einfache, gut kontrollierte Experimente im Labor. Das haben wir auch gemacht mit isolierten Organismen. Irgendwann fragt man sich dann, wie relevant ist das für den realen Ozean, für natürliche Lebensgemeinschaften. Und dann kommt man dazu, dass man größere Systeme braucht, die man auch ins Feld bringen kann. Und so haben wir uns dann überlegt, wir brauchen eigentlich riesige Testtubes, riesige Reagenzgläser, die wir irgendwo im Ozean aussetzen können, um verschiedene Lebensgemeinschaften unter verschiedenen Umweltbedingungen testen zu können. Also um die Mesokosmen irgendwo auszusetzen, brauchen wir ein mittelgroßes Forschungsschiff. Das hilft uns, die Mesokosmen an der sozusagen definierten Position auszubringen. Da müssen sie verankert werden und dann irgendwann, wenn alles gut steht, werden die Säcke runtergelassen und sie schließen einen Wasserkörper, 2 Meter im Durchmesser und 25 Meter tief ein, mit all den Organismen, die da drin sind, völlig ungestört. Dann wird das geschlossen und dann können wir beginnen, die Mesokosmen so zu verändern, zu manipulieren, dass sie die Bedingungen der Zukunft simulieren können. In unserem Fall, wir geben Kohlendioxid hinein. Also die Mesokosmen-Studien sind für mich immer das wissenschaftliche Highlight des Jahres. Ich komme raus ins Feld, ich kann mit den Kollegen, mit den Studenten rausfahren und im Boot an den Mesokosmen arbeiten. Ich kann sehen, wie die Daten reinkommen. Es ist eine sehr intensive Zeit. Man lernt sich sehr gut kennen, macht Freunde fürs Leben bei solchen Studien und kommt immer mit einer großen Bereicherung zurück nach Hause. Wir haben gesehen, dass es immer Gewinner und Verlierer gibt in jeder Studie. In der Regel sehen wir, dass sich das Nahrungsnetz verschiebt dadurch. Es ist aber ganz schwer vorherzusagen im Vorfeld, wie es kommen wird, weil es hängt sehr davon ab, wer gerade dominant in dem System ist und wer wie stark betroffen ist von der Ozeanversauerung. Also zum einen möchte ich natürlich, dass wir die Ergebnisse so zusammenführen, dass wir als Forschergemeinde wirklich verstehen und auch einigermaßen vorhersagen können, was passiert in den nächsten 20, 40, 60 Jahren mit unserem Ozean. Aber es ist auch ganz wichtig, dass diese Ergebnisse auch in die Öffentlichkeit gehen. Die Gesellschaft muss wissen, worauf wir uns einlassen, wenn der Ozean sich weiter verändert, weiter versauert, sich weiter erwärmt. Am Ende wird man sagen, wir müssen mit den CO2-Emissionen runter. Ohne dem ist sozusagen diese Entwicklung nicht aufzuhalten. Und dafür haben wir nicht allzu viel Zeit. Das muss in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten stattfinden.